Hallo, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen News-Video hier außerplanmäßig von Star Stable, denn gestern hat Star Stable anscheinend schon die App veröffentlicht. Ich habe es ganz ehrlich gestern nicht gesehen, ich habe es erst heute Morgen in den News gesehen. Und zwar heute Morgen schon um 6 Uhr haben sie es hier auf den News bekannt gegeben, dass die Fohlen jetzt da sind. Und zwar früher als erwartet. Wir dachten ja alle, also ich glaube zumindest, dass wir das alle dachten, dass die Fohlen erst am Mittwoch mit dem Update kommen. Jetzt ist es wohl offiziell, dass das nicht das Mittwochs-Update wird. Ja, was wird es denn dann? Ich habe da jetzt schon so eine Vermutung. Dazu aber später gleich noch mehr. Also auf der News-Seite, falls ihr das noch nicht gelesen habt, ich gehe es mit euch jetzt mal kurz durch und dann gucken wir uns natürlich auch die App an. Da steht, hallo ihr Lieben, wir sind heute wahnsinnig aufgeregt, euch mitteilen zu dürfen, dass wir eine brandneue Gratis-App für iPhone und Android veröffentlichen, in der ihr euer ganz eigenes Fohlen aufziehen könnt. Dann ist hier noch so ein Trailer dazu. Da gibt es jetzt 3 kleine Mustang-Fohlen und wenn das Fohlen ausgewachsen ist, hier sieht man die kleinen schon, es ist ein kleiner Schimmel, ein kleiner Schecke und so etwas ähnliches wie ein Buckskin. Sieht aus wie ein Fjordi, ja, weiß ich jetzt nicht, ein Buckskin ist es nicht, weil der hat eigentlich schwarze Abzeichen, aber es sieht zumindest so ähnlich aus. Und wenn die ausgewachsen sind, dann können wir sie wohl nach Star Stable in unseren Stall transferieren. Und das seht ihr hier auch auf dem Trailer. Ich habe euch mal das so hingespult, dass ihr dann auch diese 2 Mustangs, zumindest also 2 davon, ausgewachsen seht im Stall stehend. Ja, also es ist gelüftet, das Geheimnis, welche Rasse es ist. Es sind Mustang-Fohlen. Es ist gelüftet, dass man sich Farben aussuchen kann und man muss sich um dieses Fohlen wohl kümmern und es dann großziehen. Und wenn man es ins Spiel transferiert, dann ist es wohl schon ein Level 10er Pferd. Und da haben sie noch ein paar Fragen beantwortet. Ich werde jetzt mal auf die wichtigsten da so drauf eingehen. Also man bekommt es natürlich im App Store und in Google Play. Man bekommt das Fohlen mit Level 1 und man kann es dann mit Level 10 als ausgewachsenes Pferd, wenn man es täglich verpflegt und versorgt, dann dauert das 10 Tage und dann bekommt man das auch in sein Spiel. Man kann es rüberschieben. Also, wie bekomme ich dann das Pferd von der App nach Star Stable? Wenn das Pferd Level 10 erreicht habt, dann bekommen wir mit der App Zugriff auf den Star Stable Account. Und dann müssen wir 969 Star Coins zahlen und bekommen dieses Pferd auf unsere Weide in unserem Stall. Man muss übrigens kein Star Rider sein, um da mitmachen zu können. Und dann kann man das trotzdem auch als Nicht-Star-Rider, aber eben auch für 969 Star-Coins. Man kann wohl auch immer wieder von vorne anfangen, das heißt, wenn ihr euch jetzt ein Fohlen geholt habt und ihr habt keine Lust mehr darauf, dann könnt ihr euch wohl noch ein zweites und drittes und das andere wird dann immer gelöscht. Ich weiß aber nicht, und das werden wir dann auch mal ausprobieren, ob man sich jetzt auch, wenn man mit dem einen Fohlen fertig ist, dann noch ein zweites importieren kann. Das werden wir uns jetzt aber gleich mal in der App angucken. Das ist also diese App, die man sich jetzt runterladen kann. Das heißt Star Stable Horses. Und jetzt schauen wir uns doch mal an. Also ich finde es fast ein bisschen verpixelt. Das liegt aber jetzt vielleicht auch daran, dass man das auf dem Computerbildschirm ein bisschen anders dargestellt bekommt. Ich habe es heute früh auch schon auf dem Handy gespielt. Da sah es wirklich ein bisschen besser aus.
Okay, wir legen mal los. Oh. Willkommen bei Star Stable. Zurzeit gibt es so viele Mustangfohlen in Jorvik, um die sich gekümmert werden muss, dass deine Hilfe gefragt ist. Okay. Ziel des Spiels: Ziehe dein Fohlen auf, bis es Level 10 erreicht. Du kannst das Pferd dann mit Hilfe von Starcoins zu Star Stable Online transferieren. Der Preis ist derselbe wie in SSO, aber es wird ein Level 10 Pferd sein. Oder du startest die App erneut und spielst weiter. Okay. Also, wir können uns jetzt hier ein kleines Fohlen wählen. Ich habe mir bei Fiona dieses Süße ausgesucht, weil ich das wirklich sehr, sehr cute finde und weil es so eine Farbe bei mir noch nicht im Stall gibt. Ihr werdet also dann später mal beide sehen können. Das Schimmelchen finde ich jetzt nicht so toll, weil ich finde, dass der Schimmel wirklich extrem weiß wieder ist und dass es dementsprechend eben doch eher zum Barbie-Pferd mutiert. Deswegen habe ich mich für diesen kleinen Checken jetzt entschieden bei Riley und möchte auch diesen kleinen Checken mit euch dann zusammen aufziehen, weil ich habe auch so ein ähnliches Pferd schon bei Riley, so ein Overo ist das, glaube ich. Und ja, wir könnten ja jetzt so das kleine Schwesterchen aufziehen. Okay, also ich nehme den kleinen Checken. Und was nehmen wir denn da so an Namen? Also ich habe jetzt hier bei Riley irgendwie keine besonderen Vorlieben. Nicht so wie bei Fiona. Deswegen ist es da immer einfacher. Aber ich finde, Lucky ist eigentlich ganz süß für so einen kleinen knuffigen Schecken. Lucky Kiss. Was haltet ihr denn von Lucky Kiss? Ich finde das ganz süß. Das ist sozusagen der glückliche Kuss und wir nehmen jetzt einfach mal die kleine Lucky Kiss mit. Und. Oh, da steht es auf der Koppel. Ziehe dein Fohlen auf, indem du tägliche Aufgaben erfüllst. Du findest die Aufgaben in der Box links oben. Okay. Du kannst das Spiel von vorne beginnen und ein zu jeder Zeit und. Oh, da ist irgendwie ein Fehler drin. Und zu jeder Zeit ein neues Fohlen im Menü auswählen. Das ein hätte nicht rein müssen. Okay, also das heißt, hier könnten wir theoretisch dann ein neues Fohlen uns gestalten. Und hier können wir uns dann wahrscheinlich mit Star Stable verbinden, mit unserem Account. So, dann, es ist hier also ein Level 1er. Und, oh, also wenn man hinklickt, dann läuft das Fohlen sozusagen. Oh, das können wir uns natürlich auch mal angucken, wie das so läuft. Das ist ja echt süß gemacht. Oh, was ich vor allem beim Lucky jetzt süß finde, ist hier, Moment, genau, Lucky, ich komme mal ein bisschen vor. Die Mähne ist ja schon sehr, sehr süß und strubbelig, aber die Mähne ist schwarz, weiß, schwarz. Das finde ich richtig cute. Ich hoffe, das bleibt auch so, wenn Lucky denn dann mal erwachsen ist. So, hier oben finden wir also unsere Aufgaben. Das ist wohl waschen, putzen, Hufe auskratzen, tränken und füttern. Wir fangen doch mal mit dem Putzen oder mit dem Waschen an. Ui! Platsch, platsch. Oh, das magst du nicht so gerne hier am Kopf, ne? Das magst du nicht so gerne. Das ist aber richtig schön gemacht, muss ich sagen. Es erinnert mich irgendwie ein bisschen an Abenteuer auf dem Reiterhof, glaube ich. Da habe ich ein paar durchgespielt. Das ist ähnlich gemacht. Also hier mit der Leiste an der Seite, wann es denn fertig ist und dass man den Kopf nicht waschen darf. Ich finde es aber richtig süß. Und was mir auch gerade auffällt, falls ihr euch noch daran erinnert, das sieht so aus wie die alten Ställe. Also wer vielleicht schon länger Star Stable spielt, der weiß das wahrscheinlich. Die alten Ställe haben ganz genau so ausgesehen. Tjung. Finde ich jetzt aber nicht schlimm, weil ich muss sagen, ich vermisse irgendwie die alten Ställe schon. Die hatten so viele Erinnerungen. Oh, jetzt bist du ein ganz kleiner Schaumbüschel. Oh. Hui. Dann. Ui, mit Herzchen. Glückwunsch, Auftrag erfüllt. Es ist schon sehr süß gemacht. Warum aber können wir jetzt in Star Stable unsere Pferde noch nicht waschen? Da, wir haben ja in My Stable einen neuen Putzplatz
wenn das jetzt hier auf der App geht. Jo. Ich weiß jetzt nur nicht, wann sind wir denn hier fertig? Das sieht man jetzt nur hier an der Anzeige. Da würde ich schöner finden, wenn vielleicht ein bisschen so Dreckstückchen drin wären oder auch so ein leichter Dreckfilm drüber. Dann würden wir wohl eher bemerken, wann es denn fertig ist. So, den nächsten Auftrag erfüllt. Okay, dann Hufe auskratzen. Da bin ich jetzt auch gespannt, wie das funktioniert. Oh, zeig den Popos her. Da geht es ja auch mit den Dreckstückchen. Also das würde ich mir vielleicht auch auf dem Fell wünschen. So, weg mit den Dreckstückchen. Ui. Nächster Huf? Nein, kein nächster Huf. Müssen wir nur einen? Okay, also das Fohlen hat wohl nur einen dreckigen Huf. Dann werden wir dir jetzt noch ein bisschen Wasser geben. Oh, schlürf, schlürf, süppel, süppel. Das ist auch schön gemacht, dass das dann auch wirklich leer wird. Ja, also bis jetzt bin ich erstmal sehr begeistert. Finde ich cute. Wirklich richtig süß. Jetzt noch Futter. Oh, wir können wählen. Also, das sieht wahrscheinlich Kraftfutter aus. Das ist wohl Grünfutter oder Saftfutter. Und das ist Stroh. Oder Heu. Geben wir mal Kraftfutter. Du musst groß und stark werden. Oh, dass da hier auch noch was rausfällt aus dem Mündchen, das ist auch sehr cool gemacht. Ja. Finde ich erstmal wirklich sehr, sehr gut. Doch, ich finde es gut gemacht. Also man sieht auch hier doch, es sieht auch irgendwie unserem Stall ähnlich. Also den Traktor kennen wir ja auch. Und das ist schon süß. So, jetzt haben wir noch Training zu machen. Da bin ich jetzt am meisten gespannt drauf. Okay, was werden wir denn mit dir heute trainieren? Okay. Ah. Du musst jetzt also sozusagen erstmal dich daran gewöhnen, überhaupt auf uns zu hören. Beweg dein Köpfchen. Oh, du bist süß. Du bist echt süß. Und nochmal rüber. Ja, genau. Oh, und die großen Augen. Knuffig. Wirklich knuffig. Okay, wir haben es geschafft ohne einen Fehler. Aber ich glaube, das war jetzt auch gerade noch nicht so schwer. Ui, Levelaufstieg. Juhu. Alle Quests für heute erledigt. Im Menü unten warten noch andere spaßige Sachen auf dich. Okay, also hier. Was gibt's hier? Das ist Stall, oder? Ja, es sieht schon wirklich aus vom Aufbau wie die alten Ställe. Ein bisschen anders vielleicht, aber ansonsten schon wirklich sehr wie die alten Ställe. Okay, was können wir jetzt hier drin machen? Wohl irgendwie nichts. Also, ja doch, wir können hier drin wohl weiter versorgen. Also wir könnten jetzt nochmal Hufe kratzen. Ich mache das jetzt nochmal fertig hier. Aber wir müssen es wohl nicht. Ganz schön hartnäckiger Schmutz hier. Jetzt aber. Fertig. Okay. Ja, wir können wohl hier nochmal füttern, putzen und so weiter und so fort. Und hier geht es dann wieder auf die Koppel. Okay. Was gibt's hier? Ein Äpfelchen. Nein, sogar verschiedenes Zuckerchen, Äpfel, Möhrchen und ein bisschen Heu. Wir nehmen mal ein Möhrchen und geben. Oi. Och, wie süß. Ich finde auch die Augen sind besonders gut gelungen. Doch, es ist schon richtig, richtig niedlich. So, was machen wir jetzt hier? Ah, hier dürfen wir streicheln. Oh. Ui. Och, und es schnauft. Doch schon sehr, sehr cute. Und ein Foto. Na, dann komm mal her. Ja, komm. Komm hier. So, ich möchte mal reinzoomen. Oh. Ui. Komm, zeig dich mal. Oh, du bist schön. Du bist echt süß. Oh. Richtig knuffig. Ich will ja nicht wieder ausrasten, aber richtig, richtig süß und knuffig. Okay, also das war jetzt mal so alles, was wir heute machen können.
Jetzt müssen wir natürlich warten auf morgen und dann gucken wir uns mal das Training an. Ich werde wohl nicht jeden Tag was veröffentlichen, sondern ich werde wohl so mal dann Mitte, Ende der Woche so einen Zusammenschnitt machen von dem täglichen Training und euch das dann zeigen, dass falls ihr die App euch jetzt nicht geholt habt, dass ihr dann einfach mal auch seht, was wir denn so täglich machen dürfen, bis der Kleine auf Level 10 ist. Und dann sehen wir uns natürlich wieder, wenn wir uns den kleinen süßen Kerl nach Star Stable importieren. Definitiv sehen wir uns dann wieder. Schreibt mir doch mal unten in die Kommentare rein, wenn ihr die App habt, welches von den drei süßen kleinen Fohlen ihr euch denn geholt habt. Und wie ihr die ganze Sache denn findet. Und jetzt zu meinem Update-Tipp. Ich denke nämlich, dass am Mittwoch diese drei süßen neuen Mustang-Farben, die wir ja jetzt schon als Fohlen gesehen haben, auch als große Pferde in Star Stable für jeden zu kaufen sind, der das mit dem Fohlen vielleicht nicht möchte. Der einzige Unterschied ist dann eben, dass man das noch leveln muss und hier kann man es auf dem Handy leveln und dann als Level 10er Pferd importieren. Ihr könnt mir ja auch mal unten in die Kommentare reinschreiben, ob ihr denkt, dass das sinnvoll ist oder ob ihr eine andere Vermutung habt für das Update am Mittwoch. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich total über ein Like freuen und wenn ihr das erste Mal hier bei mir auf dem Kanal seid, dann gerne natürlich auch ein Abo hier lassen, damit ihr mich wiederfindet oder schaut noch bei einem anderen Projekt von mir vorbei und wir sehen uns dann irgendwann mal wieder bei einem nächsten Video. Bis dann, tschüss, eure Fie.